Servus, liebe YouTube-Freunde. Ja, willkommen zum nächsten Vlog. Wir haben gestern Abend, also heute Sonntag, wir haben gestern Abend den KA15 geholt. Und ich habe gestern Spätnachmittag meinen Anhänger verkauft. Stand ja immer hier der Militäranhänger, von dem habe ich mich jetzt getrennt. Ich komme einfach vom Zeitlichen nicht dazu und naja, schade drum, wenn er hier vergammelt. Ja, auf jeden Fall habe ich den gestern verkauft und den KA15 geholt. Vom Holen selber gibt es leider keine Videos, gibt es auch kaum Bilder. Ich habe eigentlich nur ein Bild gemacht, das steht auf Instagram drin, da haben wir ihn auf dem Trailer gehabt, weil wir haben ihn so abgeholt. Mit dem VW-Bus vorne dran und mit dem Anhänger. Ganz einfach, um auf der rechtlichen sicheren Seite zu sein. Weil eigentlich das Schleppen und Abschleppen, das sind ja immer zweierlei Paar Schuhe. Abschleppen tust du ja nur aus dem öffentlichen Verkehrsraum raus zur Sicherung des Verkehrsraums und in die nächste Werkstatt. Der Schlepper ist ja aber nicht zugelassen, sprich hätte ich nicht geschleppt, nicht abgeschleppt. Und Schleppen setzt den LKW-Führerschein voraus und eine Schleppgenehmigung. Und ja, Fahren ohne Führerschein wiegt schwerer als ein nicht zugelassenes Fahrzeug. Könnten 70 Euro unter Punkt fällig werden. Und wenn man sich sparen kann, dann auf dem Anhänger. Ja, der neue Schlepper steht da und ist schon zerlegt. Jetzt war das so, ja, ich hab das doch gesagt. Freilich. Ich habe jetzt gestern nochmal angefangen. Also wir haben den gestern mit dem IHC hier mal angeschleppt. Er lief auch. Allerdings nicht wirklich gut. Das erste, was ich jetzt dann gemacht habe, den Diesel raus aus dem Tank, weil der hat vom Geruch her die letzten 20 Jahre da drin gesteckt. Vom Aussehen her sah er zwar noch ziemlich aus wie Diesel, aber wie gesagt, also appetitlich gerochen hat er nicht mehr. Ich habe das Motorenöl abgelassen, ziemlich schwarze Brühe, aber ohne Späne, so wie es ausgeschaut hat, da war nichts zu finden. Ja, und unser Hauptproblem ist eigentlich, wir mussten anschleppen. Wir kriegen zwar Strom vorne drauf auf die Lichter. Ich kriege vorne Licht geschaltet. Aber ich habe keine Möglichkeit anzulassen. Also wenn du den Anlasser ziehst, dann klackt es kurz. Und dann bricht die ganze Spannung zusammen und ist fort. Der Vorrat gemahnt, das könnte Anlasser sein. Gut, Anlasser ist kein Problem. Ich habe ja da hinten noch was stehen. Da wäre einer drin. Wollte ich gestern eigentlich einmal tauschen. Ja, Problematik bei dem Ganzen ist, der Anlasser ist so toll verbaut, um die hintere Schraube hier zu lösen, muss der Tank und der Werkzeugkasten runter. Also wer sich das ausgedacht hat, der muss ja Genie gewesen sein. Naja, selbe Spielchen hier drüben, den Anlasser kriegst du genauso nicht raus. Sitzt auch der Werkzeugkasten im Weg. Und um an den Werkzeugkasten zu kommen, muss der Tank weg. Da sitzt die Schraube. Ich habe es auch schon mit Spezialwerkzeug versucht. Kommst du nicht rein? Ja. Mist. Ja, was da noch ein wenig ein Problem ist, beim Anschleppen gestern gemerkt, die Kupplung schleift. Also ich schätze mal, die ist fällig. Ja, gut, die Kupplungsscheibe. Ich habe jetzt mal geschaut, die Mitnehmerscheibe, die liegt um die 50 Euro. Kann man mal investieren, weil die war bei meinem K15 auch nicht mehr besser. Ja, Bremsen tut er. Das funktioniert auf jeden Fall. Die Reifen halten, so wie es ausschaut, noch die Luft. Allerdings werde ich die wohl auch erneuern müssen. Das war mir aber auch von vornherein klar. Ja, wie gesagt, jetzt werden natürlich einige Kritiker sagen, ja, ich habe das ja gesagt. Hättest den Schlepper erst einmal gestartet, hättest erst einmal gesehen, ob er fährt. Ja, das stimmt schon. Aber ich sage es ganz ehrlich, ich wollte einen haben. Ich wollte unbedingt, dass einer herkommt. Ich meine, für den hätte ich sowieso Köpf gebraucht und einen Block. Ja, wenn ich jetzt nach dem aktuellen Marktpreis gehe, sagen wir mal einen Block für 600 Euro und die Köpfe, das Stück, sagen wir mal, grob überschlagen, jetzt die günstigsten, wenn du nimmst, sind aktuell um die 200 Euro. Also wäre ich ein Tausender los gewesen, bloß für die Teile. Was hat mich jetzt das ganze Ding hier gekostet? So wie er da steht, also die Haube war gestern noch drauf, die habe ich gleich runtergenommen, hat er mich 1650 Euro gekostet. Also ich sage mal,
Schlimmstenfalls hätte ich jetzt dann nach aktuellem Stand 650 Euro Verlust gemacht. Ja. Kann passieren. Ist natürlich ärgerlich. Aber ich meine, ich habe mir das vorher schon gedacht. Ich habe das eigentlich, habe ich damit gerechnet. Und selbst wenn es jetzt so ist, sehe ich es immer noch positiv, die ganze Sache, weil auf dem Schlepper ist eine Hydraulik verbaut. Hier hinten, Baugruppe 1 Hydraulik von Kramer. Die hält auch oben oder hielt gestern auch oben, weil ich sie mal mit dem Kran hochgehoben habe, nachdem er da nicht mehr gelaufen ist. Ja, und wie gesagt, jetzt mache ich mich halt da mal so stücklesweise drüber. Ich habe, wie gesagt, das alte Öl abgelassen. Hier unten in einer Wanne rein. Schöne ölige Suppe. Den Diesel, den alten, habe ich gleich mit da reingelassen. Und ja, wie gesagt, da war dann die Hydraulikleitung drüben, habe ich abgemacht, das ist auch mit da reingetropft. Wie gesagt, das kommt dann später wieder zum Verschüren in den Altölofen, da dafür haben wir den. Wir haben einen zugelassenen Ofen, wo wir das verbrennen dürfen. Und ja, das wird dann auch seine Vernichtung zugeführt. Ja, so Leute, aktueller Stand. Tank ist verrunzen, Werkzeugkasten ist verrunzen. Die Einspritzdüsen sind ausgebaut. Siehe man hier. Einspritzleitungen sind raus. Der Anlasser ist raus, der Zahnkranz ist im Eimer. Also der ist futsch. Der Anlasser im Übrigen auch, der ist auch kaputt. Ist aber kein Problem, ich habe nämlich Gott sei Dank noch den. Den habe ich jetzt aus dem hinten rausgebaut. Ja, Einspritzpumpe ist raus. Die sind auch alle zwei defekt, die nimmt jetzt wieder auf die Arbeit, liegen da drüben in der Kiste. Die nimmt ihr mit rein, die haben die Bosch-Vertretung drin. Dann werden die wieder aufgearbeitet, eine davon zumindest. Ja, und jetzt der größte Schaden eigentlich. Und das war ja, wie gesagt, das Risiko, was mitgefahren ist. Das heißt jetzt dann komplett zerlegen. Jetzt brauche ich dann quasi von da drüben die Kurbelwelle. Und die Gläuel und die Gläuellauche. Beziehungsweise vielleicht neue Lauche drauf. Weil hier drüben hat er einen Lagerschaden auf dem hier drauf. Der hat gewaltig Spiel auf und ab, also das kein Lager innen hier mehr vorhanden. Das ist alles weg. Ja, und deswegen hat er dann gestern auch beim Anschleppen so komisch geklopft gehabt. Jetzt wissen wir, wo es herkam. Jetzt ist, wie gesagt, das Ziel Schlepper voneinander. Kupplung muss sowieso neu. Motor runter, Motor komplett zerlegen, bei dem Motor zerlegen, beim K15. Und dann wird das Innenleben jeweils zwischen die Schlepper getauscht. Und dann muss man natürlich gucken, was es noch an Teile braucht. Das war aber, wie gesagt, das, was wir ja schon fast so mal Befürchtung war, was passieren könnte. So, jetzt machen wir das erstmal so. Die Kupplung haben wir eh gesagt, die hat gestern beim Fahren Schleifen angefangen. Da müssen wir was machen. Dann muss er sowieso hier drinnen getrennt werden, dass man an die Kupplung reinkommt. Dann kommt die neu. Und wenn er eh getrennt ist, Vorderachse runter, den ganzen Vorderbau weg, dann kann der Motor abgebaut werden. Und dann wird der eine mit dem anderen kombiniert. Dafür habe ich ja, wie gesagt, die zwei. Ich sage ja, jetzt dient mir mein K15 als Schlachtschlepper. Es ist zwar schade, aber hier drüben, ja, da wird zwar die Kurbelwelle und wahrscheinlich die Lage relativ in Ordnung, beziehungsweise, naja, gut, die Lache hätte wahrscheinlich die Bläulache neu gebraucht. Aber der lief ja. Aber der hat halt, wie gesagt, ganz schlecht Kompression gehabt von oben her und natürlich den Frostschaden drauf mit dem Köpf und der Block selber. Da drüben habe ich jetzt keinen Frostschaden, habe einen guten Block und gute Köpfe. Dafür ist halt innen das Innenleben im Arsch. Natürlich scheiße. Ja, zu dem Zahnkranz vom Anlasser ist auch kein Problem.
Wie gesagt, ich muss auch den hier auch zerlegen. Und der Vorderbau, die Kupplungsglocke und der Zahnkranz sind gleich. Theoretisch sogar die Kupplung gleich, aber die war bei dem auch nicht mehr so gut. Da kann ich den Zahnkranz hier nehmen. Der ist besser in Schuss wie der. Also fast neuwertig, könnte man sagen. Und dann wird der genommen. Ja, zur Elektrik natürlich dasselbe Spielchen. Da wird bei mir dann, wie gesagt, das Armaturenbrett hier rausgeschmissen. Ich nehme den ganzen Kabelstrang, den ganzen Kabelbaum, den ich in dem Schlepper habe, also auch die seitlichen Beleuchtungen hier und Rücklichter und die Anhängerleuchte, die nehme ich mit. Und das kommt dann alles in den, weil die Rücklichter, wie gesagt, haben ja keine Funktion, sind funktionslos, da ist ja nichts dran. Dann kommen meine Rücklichter da drauf, weil die gefallen mir ehrlich gesagt ein wenig besser optisch als die Dinge. Ja, die Anhängersteckdose natürlich. Und ja, die Begrenzungsleuchten hat er auch nicht. Kommen dann auch hier drauf. Und Warnblinkschalter braucht man ja auch. Ohne kriegst du das Ding ja dann nicht mehr durch den TÜV. Kommt natürlich dann auch mit drauf und dann, naja, wird man sehen. Ja, und warum ist bei dem die Kupplung kaputt? Ganz einfach. Hat ganz einfach den Hintergrund. Normalerweise ist hier eine Feder. Also in dem Loch und in dem Loch steckt eigentlich eine Feder, die das Kupplungspedal auf Spannung nach oben hält. Und wie man sieht, das Pedal hängt immer so ein wenig durch. Und durchs Eigengewicht, das ist ein recht langer Hebel, schleift die Kupplung die ganze Zeit. Ja, und damit hat sich die aufgearbeitet. Dann wird die auch gemacht, wie gesagt, wenn man den zerlegt, dann wird er technisch soweit gemacht. Der gehört einmal gründlich gewaschen dann. Dann gehört alles durchgeschaut, alles abgefett, abgerissene Schmiernippel gehören erneuert. Und ja, ich denke mal, den kriegt man wieder zum Laufen. Dass ich mir so eine Arbeit herhole, habe ich mir schon fast gedacht. Also ich meine, für den Preis, den ich gezahlt habe, ja, schön wäre es natürlich gewesen, für den Preis einen funktionsfähigen Schlepper zu kaufen. Aber weil die Preise heutzutage schwierig. Ja, aber man wird sehen, was die Zeit jetzt bringt. Und ich habe, wie gesagt, jetzt einen Teileträger und ich habe einen, den ich wieder aufbauen kann und stehe nicht nur vor am einzigen großen Teilehaufen, wo ich noch nicht einmal Teile habe. Jetzt habe ich, wie gesagt, die wichtigsten Teile da. Das sind mir die Einspritzpumpen jetzt genauso. Die nimmt er mit auf die Arbeit, da guckt er, was noch besser ist an Teile. Das kommt dann quasi die bessere rein und dann halt nur die Teile erneuern, die wirklich notwendig sind zu erneuern. Weil wieso soll man jetzt dann ein neuer Einspritzpumpen kaufen oder das komplett für 500, 800 Euro machen lassen? Weil so in den Schnitt liegt es kostenmäßig. Warum soll man es komplett machen lassen, wenn es nicht nötig ist? Also von daher, yep, Moment. Ja, ich habe jetzt hier das Kühlwasser noch abgelassen. Also jetzt hat er normalerweise sämtliche Flüssigkeiten verloren. Hydrauliköl ist raus, Motorenöl ist raus. Naja gut, Getriebeöl. Getriebeöl ist noch drin. Das gehört natürlich danach gewechselt. Gehört auch frisches rein. Naja, und dann wird man sehen. Wie gesagt, jetzt müssen die Motoren eh komplett zerlegt werden. Ja, der Ölbadluftfilter. Der kommt da runter, da kommt dann meine drauf. Meine hat nämlich die abnehmbare Kappe oben. Meine war ja als Milchschlepper gedacht. Hat der ja auch noch nicht. Der ist innen her auch schlechter bei der Nanne. Schön ist der Dieselfilter hier. Das Filterelement, diesen Filter gibt es noch, also den kann ich behalten. Da muss ich nicht diese fliegende Leitung bauen wie beim anderen. Auch ganz schön. Ja, die Einspritzdüsen hat er gesagt, nimmt er mit rein, die prüft er durch. Eventuell kommen neue rein, ist normalerweise kein Problem zu kriegen. Und die paar Euro, dann hat man neue, da hat man Ruhe, da funktioniert es wieder. Und ja, wie gesagt, technisch wurde er gemacht. Optisch, weiß ich noch nicht. Also vom optischen, vom Patina-Lack hat mir eigentlich mal alter fast besser gefallen, muss ich ehrlich sagen. Der war da eigentlich ein wenig schöner bei der Nanne.
weil der ist nicht überlackiert worden. Der da ist halt auch wieder typisch, der ist in die 80er oder wann auch mal überlackiert worden, so wie der ausschaut. Ja. Weiß ich noch nicht. Muss ich mir mal überlegen. Lass ich mir mal durch den Kopf gehen, vielleicht kriegt er mal noch neue Farbe. Das entscheidet sich jetzt. Ich denke mal, die nächsten paar Wochen bin ich dann hier eh beschäftigt. Das wird jetzt ein bisschen was geben. Jetzt kommt ja aber dann noch einmal Heu. Für die nächste Woche haben sie schönes Wetter gemeldet, dann muss ich mähen. Da habe ich mal Wiese drinnen dann noch, dass ich das Heu ja mal komplett daheim habe. Und dann, ja, wie gesagt, dann widme ich mich dem Projekt. Ich habe auf der Arbeit jetzt ein bisschen weniger Stunden. Bin da ein bisschen kürzer getreten. Habe gesagt, nee, mit meiner Arbeit daheim und mit der Arbeit drinnen, ich komme da nicht mehr ganz rum. Das schaffe ich zeitlich nicht mehr. Ich möchte weniger erben. Und da haben wir uns geeinigt. Und vom Geld her, ja, das passt noch. Ich arbeite jetzt quasi nur noch 6 Stunden. Und ja, dann bleibt da wegen mehr Zeit, dass man daheim noch was machen kann. Und wie gesagt, dann hoffe ich doch, dass es hier vorangeht. Dass man den dann auch wieder zum Laufen kriegt. Ja, so viel dazu. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ist halt jetzt, wie gesagt, ein wenig gebastelt noch. Ich muss jetzt dann den Schaulochdeckel da, der quasi noch beim K15 hinter mir hier abnehmen. Dann schauen wir mal, wie der innen her ausschaut. Und ja, zerlegt werden sie sowieso. Schaulochdeckel wollte ich eh von dem übernehmen, weil der andere, da haben sie die Schrauben schon mal reingepappt unten mit Silikon. Also auch nicht mehr schön. Wer das jetzt war, ist mir eigentlich egal. Wie gesagt, ist zwar, freilich ist ein bisschen ärgerlich, ich habe gedacht, er könnte mit Glück ja vielleicht, aber ich habe eigentlich im Hinterkopf damit schon gerechnet, dass er eh nicht läuft. Das habe ich eigentlich so gewusst. Und ja, mein Gott, dann stecke ich halt jetzt in die Zwartoder jeweils was neu, beziehungsweise ich stecke in den Andoder was neu. Alles, was an Teile fällt. Elektrik, wie gesagt, kann ich von dem übernehmen, da kommen halt dann die Kabelstränge höchstwahrscheinlich vielleicht sogar neu, dass man die von vorne bis hinten komplett neu macht. Warnblinkschalter brauche ich und ja, Kupplung, Bremsen haben soweit funktioniert, ich meine, das müsste man dann sehen, wenn er jetzt dann nochmal richtig läuft, ob er dann auch wirklich gut bremst oder nicht, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist das schon ganz in Ordnung. So, jetzt habe ich gerade die Vorderachse noch rausgebaut, oder besser gesagt den ganzen Vorderachsbock. Dann musste ich nicht erst die Achse einzeln raus. So sieht es jetzt aus. Vorderachsbock mit Achse und Rädern liegt da drüben. Ja, nächster Schritt ist dann der Motor. Aber da bin ich ganz ehrlich, das überlasse ich dem Vater, glaube ich. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Motor von der Kupplung bzw. vom Getriebe getrennt. Da kann man viel falsch machen, wenn man einen Fehler macht. Ich ziehe den ja jetzt nicht voneinander, wie es normalerweise üblich wäre, sondern ich arbeite mich von vorne nach hinten rein. Normalerweise, wenn man die Kupplung tauschen möchte, dann fährt man ja bloß die zwei Pulldurchhälften auseinander. Da hin. Dann kommt man da rein. Ich brauche ja aber den Motor auch. Deswegen habe ich jetzt die Vorderachse runtergeschmissen. Und ja, im nächsten Schritt wird er da getrennt. Dann die Schwungscheiben und Kupplung raus. Dann wird die Kupplungsglocke vom Motor getrennt und dann hat man den Motorblock einzeln, so wie wir es brauchen. Ja, das Spielchen jetzt beim KA15 habe ich es gemacht. Und beim K15 blüht mir dasselbe Spielchen jetzt nochmal. Ich habe vorher auch den Kühler runtergebaut. Das ist ja kein großer Akt, das sind 3 Schrauben und 2 Schläuche. Ja, hier auch Kühler runter. Schauen, dass alle Leitungen, die nach vorne gehen, gekappt sind, dass die weg sind. Schauen, dass alle Verbindungen, Gasgestänge und so getrennt sind, dass da nichts mehr passieren kann. Und ja, wie gesagt, den Schlepper muss ich dann nur so ein Stückchen weiter nach Richtung Tor bewegen, abstützen und die Achse hier weg. So, und dann ist dasselbe Spielchen hier auch. Den Motor und die Kupplungsglocke vom Getriebe drin, nach vorne raus und dann kann man die Trümmer gar zerlegen. Und dann wird aus den 2 Motoren einer gebaut, ein funktionsfähiger, schöner laufender.
So ist der Plan, so sieht das Ganze vor. Und ja, wie gesagt, dann werden wir doch aus dem einen Bulldog wieder einen voll funktionsfähigen hinkriegen. Und der andere ist halt dann leider nur noch ein Teilehaufen. Aber so war das Ziel. Ja, schauen wir mal, was wird. So Leute, Montag, heute soweit. Die Wiese hier drin wird endlich gemäht. Die haben gemeldet, bis Donnerstag schönes Wetter. Das müsste man eigentlich genügen. Die Regenwahrscheinlichkeit am Donnerstag liegt da bloß bei 40%. Also alles, was unter 60% ist, ist meistens eh nicht eingetroffen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass wir laufen. Das zieht den IHC runter wie Sau, das Ding. Wiese 1 ist fertig, wie man sieht. Ja, man sieht auch schon, wo da nichts liegt. Das sind diese komischen unterirdischen Kanäle oder was die da gelegt haben. Naja,
Da ist wie gesagt nichts zu ernten. Ja, und das, was am Rand jetzt außen noch steht, das lasse ich stehen. Da liegt teilweise dann so ein wenig, ja, Grünschnitt drinnen vom Rasenmäher oder von der Firma. Und naja, das ist halt so. Das lasse ich stehen. So knausrig tue ich jetzt dann doch nicht, dass ich jetzt Grümeler aufsammle. Aber ich sage mal so, was man kriegen kann, nimmt man. Ja, und jetzt fahren wir mal rum, nehmen wir auf die andere Wiese. Und dann schauen wir mal, wie es dort noch ausschaut. Dann mähen wir die gleich noch weg. Und dann geht's wieder heim. Ja, auf geht's. Bescheid, dass ich mähe. So, die Wiese ist gemäht. Leider hat sich unterwegs die Kamera verabschiedet. Ja, mei. Jetzt würde ich sagen, auf nach Hause. Leute, gemäht ist. Mähwerk ist aufgerammt, hier hat sich steht der Wald in der Hall. Ich muss später den Spade noch anhängen und den Heuwender. Und dann wird auf Nachmittag einmal durchgewendet. Ja, und jetzt ist es knapp 10. Jetzt war ja schon mal frühstücken, hat es heute noch nicht gegeben. Ich bin heute früh gleich los. Jetzt frühstücken wir schnell. Ja, soweit auf alle Fälle für dieses Video. Ja, der Rest vom Heu dann, das Wenden und das. Und die Weiterarbeit am anderen Krame da, das kommt dann im nächsten Vlog, also im Freitagsvlog. Ja, und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen und Servus, bis zum nächsten Mal.